Zack, zack, zack. Und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Episode von News Super Mario Bros. U oder auch News Super Luigi U Deluxe. Das ist der letzte Extra-Part, den ich euch versprochen habe. Es steht zwar drauf Ende, aber wir beenden heute das Spiel. Ich habe euch ja ungefähr gesagt, eine Woche mache ich jetzt Pause und dann, ja, bin ich auch mal wieder frisch. Ja, und jetzt spielen wir nicht die Stunde, wie ich dachte erst, aber wir spielen ungefähr jetzt eine halbe Stunde ungefähr spielen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn ich mich anstrengen würde heute. Ja, wie gesagt, ich spiele heute einfach so eine halbe Stunde, so ungefähr eine halbe Stunde spielen wir einfach jetzt. Ich freue mich wirklich darauf, Baby Jo, und ich hoffe auch, ihr habt da Lust drauf. Das ist wirklich schön. Bis gleich, Baby Jo. Und los geht's. Ich freue mich wirklich darauf. Ja. Also wenn ihr euch jetzt fragt, warum wieder ein neuer Part kommt, ist wie gesagt ein extra Part, kein richtiger Part jetzt, der zum Let's Play noch dazugehört, aber ist halt ein extra Part. Ja. Haben wir es übergeben, finde ich. Und ich würde sagen, heute machen wir mal was Besonderes. Ich würde sagen, dass ich einfach jetzt mal Bock drauf habe, mal nochmal Bowser zu besiegen und danach schauen wir mal, was wir noch machen. Aber erstmal gehen wir zum Zuckerwatten-Wolkenzonengebiet. Und gehen da mal ein bisschen gute Laune fähig hin. Ich freue mich auch schon drauf. Ja, und machen ein bisschen Levelkram. Ich weiß schon, was ich machen möchte. Denk schon. Okay. Halt nicht so lange heute, aber ist auch gar nicht so schlimm. Ist alles gut, Leute. Ist alles cool. So. So, ach, ist das schönes Let's Play. Es war wirklich ein schönes Let's Play. Es hat mir wirklich auch Spaß gemacht, das Let's Play. Ich habe nur sehr mich immer nur ausrasten hören, aber das muss auch manchmal so sein. Ist alles gut. Aber das Spiel ist bald auch ausgestorben, weil es schon 3 Monate im. Ja, im Let's Play halt schon stattfindet. Na, man kann sagen, es ist schon 3 Monate auf den Nintendo Switch Universum da und ja, es ist halt bald auch ausgestorben, das Spiel, kann man sagen. 3 Monate schon wieder. Schon sehr lang. Und durch das gehörte Welt hat das Spiel auch ersetzt als Twitch-Kanal, kann man sagen. Egal. Ist nicht so schlimm, Baby. Ich möchte trotzdem weiter zocken hier, das Spiel. Es wird noch cool, glaube ich. Das wird doch cool jetzt. Ich habe einfach jetzt mal Bock, die Farbe zu benutzen. Also los geht's, schaffen wir. Es gab doch auch hier so ein Secret Exit oder nicht? Ich guck mal eben hier, ob hier irgendwo ein Secret Exit ist. Ach egal, ich gehe erst mal hier hin. Das schaffen wir schon. Also alles cool, Leute. Alles gut. Bin ich einfach nur gespannt heute, wie ich mich anstrengen werde heute. Ich hoffe, ich kriege einen Schüttelfrost oder keinen. Vielleicht auch wieder mal. Das wäre wirklich traurig, aber wir schauen mal. Wir schauen mal, let's go. Das ist mal wieder ein bisschen ungewohnt, aber es geht noch. Eine Woche nie gezockt, ungefähr, doch. Oh Gott, das war gemein. Aber kann man nichts machen. Ist okay so. Komm, einfach mal weg. Dankeschön. Ich möchte da vorankommen, na, ihr Lieben. Ihr Lieben, ihr Lieben, ihr Lieben. Zacke, zacke, zack. Ja, nicht schlecht. Die sind gemein. Aber es geht noch. Es geht ja noch. Das war Betrug, also ist egal. Alter, war auch knapp, aber ich hab's noch hingerissen. Ach komm, schaffen wir nochmal. Schaffen wir jetzt. Ich bin es wieder mal lieb. Ich denke mal schon, dass wir lieb sind. Oh, ich habe das Double Level auf jeden Fall ausge.
will, ich flippe aus gleich. Boah, nervt mich das total heute. Sorry, 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 ist egal, ist nicht schlimm. Boah, es war gerade richtig schlimm, der Fell, der war richtig schlimm. Guck mal, jetzt verbessern vielleicht, ich schau mal, ob wir jetzt verbessern können, wäre wirklich schön. Gut. Boah, da habe ich noch was angekratzt. Boah, Junge, übertreib doch. Geh weiter her. Danke. Jetzt mache ich nicht mal diesen doofen Feld von gerade, war ja richtig schlimm. Ja, genau, aufpassen. Na klar, also. Ist doch egal. Okay, ich finde den Südess leider nicht, aber. Ist nicht schlimm. Los geht's. Ist egal, komm, los geht's. Dankeschön. Was ist denn für ein Lärm eigentlich draußen? Ich weiß auch nicht, aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, ist alles gut, Leute. Ist doch alles gut. Ist alles gut. Oh, bitte. Danke. Die Steuerung, ach, sorry, die Steuerung. Diese Steuerung, die ist echt nervig. Aber irgendwie hat es ein komisches Geräusch. Aus dem Fenster hat ein komisches Geräusch irgendwie stattgefunden. Die machen da irgendwie eine Party. Das nervt mich total. Total, das nervt total, oder? Dieses Dö. Hört ihr bestimmt nicht, aber ich höre es, das ist so doof. Immer höre ich so doofe Wörter und immer höre ich so doofe. Immer so komische Geräusche, es ist so doof irgendwie, dass ich immer nur das Schlimmste höre, ja. Dass mir noch nicht mal sowas gegönnt wird, hier einen richtig coolen Abend mal mit euch so zu machen. Das ist richtig traurig, dass man mir nicht mal so einen richtig coolen Abend gönnt. Aber was soll ich machen? Geht schon wieder. Oh, ja, es geht, aber war knapp. War knapp. Schauen wir mal, ob wir es jetzt schaffen. Los geht's, vielen Dank. Dankeschön. Oh, was mache ich mit? Was? Okay, es war so schlecht, aber okay, was soll ich machen? Komm, aufstehen, komm. Okay, das war schlecht, aber ich war bewährt. Ich war verjagt. Oh, das nervt total draußen, ne? Was ist das für ein Geräusch? Das fällt mir ab. Da wird Fresse da draußen. Halt doch einfach die Fresse. Das nervt mich auch nicht. Das nervt mich nur im Ohr. Das nervt mich nicht so richtig, aber es nervt mir halt im Ohr, kann man sagen. Sonst geht das gut voran. Sonst geht ganz gut voran hier. Sonst ist okay für mich, aber trotzdem, es nervt mir jetzt nicht so, dass es so schlimm ist, wie es nur klingt, aber ist halt doof. Genau. Geht aber noch. War knapp, aber ich hab's noch gut geschafft. Bis hierhin. Jetzt würde ich vielleicht mal es gerne schaffen. Ohne Fell. Ja, wir schauen mal, ob wir es schaffen. Los geht's. Ich schaffe es auch nicht so nicht, oder? Ich bin so doof dafür, oder? Es ist irgendwie zu gewinnen.
Ich schau mal, ob ich habe, aber es ist ja wirklich doof, wie ich immer so doof herumplatze. Aber immer falle ich da so doof herunter. Sorry. Das war ja so. Aber was soll ich machen? Jetzt springt er, oder? Ja, springt er. Sehr schön. Und? Wie geht's dir, Bowser? Du Lauch Bowser. Ich merke, dass es schlecht geht, weil du runterfällst. Ich kann auch nicht schlafen, wenn ich heute ins Bett gehe, in 1 bis 2 Stunden, also 1 bis 2. Stunde, also es dauert nur 1 bis zur 2. Stunde, wenn ich jetzt gleich ins Bett gehe, 1 bis 2. Stunde, dann möchte ich auch Ruhe haben, wie wenn das jetzt gleich noch anfängt, lauter zu werden oder auch weiterzumachen. Das wär wirklich scheiße. Das wäre wirklich scheiße, wenn du das dumme Geräusch jetzt noch weitermachst, aber ich kann nichts dagegen tun. So fucking nervig, ey. Was soll das eigentlich? Ich verstehe das nicht. Ist egal, komm, wir machen jetzt diesen Bosskampf. Und genieße es. Aber ich verstehe auch gar nicht, warum es immer so laut da drin ist. Also, mich hört es ja nicht so richtig, aber mein Ohr, das hört es ja. Und das ist das Doof dran. Mein Ohr hört das einfach. Und das ist so kacke immer. Dass mein Ohr immer alles verstehen möchte und auch immer alles hören möchte. Das ist so doof immer. Naja. Jetzt muss es aushalten. Ich muss es schaffen auch, okay? Also jetzt Konzentration angesagt. Also nicht sprechen. So viel sprechen zumindest. Weil sonst wird es keine Konzentration mehr. Also jetzt konzentrieren, wenn es geht. Danke sehr. Weil der Kampf ist nicht so einfach. Den möchten wir gut retten und den möchten wir auch gut schaffen. Los geht's. Das Schwert übrigens, dann muss man sich so drauf konzentrieren, auf diesen Abschnitt hier. So. Wir kennen die auch schon. Nicht schlechter Specht, du geiler Mensch, Figur. Bowser, bist du fies geworden. In letzter Zeit, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Komm her, Mann. Du abgefucktes Stück Scheiße. Und komm her, Mensch. Wow. War das knapp, aber ich hab's noch gut geschafft. Okay, das war gut. Okay, es war gemein, aber was soll ich machen? Boah, Junge, war das knapp mit dem Panzer, ne? Finde ich auch. Ich habe mir Herzinfarkt gefühlt. Okay, ich habe es nicht geschafft. Weil er mich doof behandelt, dieser doofe Bowser Junior. Ich bleibe ruhig gehen. Ich bin immer aufgeregt bei der dritten Runde. Ich weiß ja auch nicht warum. Okay, das war gut. Und jetzt verkack nicht. Ach, du Arschloch. Okay, das reicht mir echt. Das war richtig böse. Das war richtig eine böse Macht. Das war auch gemein. Ach, kann man nichts machen. Der ist so gemein gemacht. Der dritte Rang. Oder der dritte. Der dritte scheiß Rang. Oh, dieses scheiß Problem am dritten Bosskampf Rang. So doof, ey. Kommissar Man, habe ich gesagt. Boah, Junge, ist der gemeine Bosskampf. Okay, wir haben ihn. So doof, oder? Ich bin dumm gewesen, oder? Ich bin dumm gewesen. Okay, das war doof, aber... Ich kann doch nichts tun, meine Fresse! Bowser Junior! Mach doch einfach jetzt! Boah, Junge, ist das schlimm heute! Ich habe ihn geschafft, ohne Fail. Wenigstens das. Beziehungsweise in dieser Runde. Ohne Fail geschafft. Oh Gott, das war knapp, Alter. Wirklich, ey, das müsstet ihr mal sehen, wie ich mich angestrengt habe, aber okay, ich hab's gut gemacht.
die durchatmen und was trinken. Und jetzt viel Spaß mit der Sequenz, die coolen Zeus hieß. Ich habe richtig gute LED-Lampe. Guck mal, wie cool die aussieht, ne? Voll cool, oder? Alles schon. Eine voll coole LED-Lampe, die ist so cool. Ich habe mir die auch verdient, die Ballon. LED-Lampe. Ja, nicht schlecht. Alter. War das eine coole Party, oder? Ja, fand ich schon. So, ein bisschen Disco, okay? Disco, 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 Polo, Disco, Polo. Nicht schlecht, oder? Nee. Ja, gute Idee, ne? Von mir eigentlich schon. Finde ich auch gut. Alter. Also das war auch mal wieder ganz schön knapp mit diesem Bosskampf gerade, aber ich bin richtig stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Und ich war so aufgedreht, weil ich wusste jetzt nicht, wie das heißt. Der dritte Rang ist immer der schwerste für mich. Weil da waren die auch so schnell, die Bowser Juniors Probleme und Bowsers Probleme, weil die waren so schnell. Ja, es war ein cooles Projekt. Ich war nur von Ausrastern bedient, fast immer. Heute nicht so viel, aber ist ja nicht schlimm. Das war echt ein cooles Spielspaßprojekt. Ich möchte irgendwann nochmal reloaden. Ende des Jahres oder so, wenn wir uns mal ein bisschen von Jump Ones abgelenkt haben, weil jetzt kommen ja so viele Jump Ones raus. Yoshi ist ja rausgekommen schon. Dann kommt Mario Maker und ja, da kommt Luigi's Mansion, ist auch Jump One mäßig, aber nicht ganz, egal. Und dann Ende des Jahres, so vielleicht November, Dezember, hätte ich vielleicht nochmal Bock drauf, das Spiel zu spielen. Wir schauen mal. Jetzt wird es erstmal nicht mehr sein. Jetzt wird es nicht mehr kommen, das Spiel, aber wir werden manchmal, wenn wir Bock drauf haben, New Super Mario Bros. U Deluxe Challenges machen. Ich glaube aber, die mache ich im April nicht, weil im April mache ich nicht so gerne Anforderungen. Deswegen lasse ich die erstmal jetzt so eine Pause lassen. Genau, ich lasse die einfach jetzt mal in Ruhe, die ganzen Challenges. Und dann machen wir im Mai oder so weiter. Ab und zu mal. Also ist es nicht ein aktuelles Projekt, das immer jeden Tag kommt oder auch ab und zu kommt. Es kommt eher selten, weil ich finde, Challenges kommen manchmal nur. Das ist so mein Fall, kann man sagen. Es ist sonst wirklich ein schönes Let's Play gewesen. Dankeschön fürs Zuschauen, Baby You. Ja, vielen Dank. Wirklich. Großen Respekt für euch. Okay, wirklich schönes Let's Play. Es war so ein schönes Projekt. Da, 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 da. War das schön, einfach nur. War das ein schönes Spiel. Mega krasses Spiel, wirklich. Daumen hoch dafür. Boah. Fantastisches Spiel. Viele Fails gab es. Es gab so viele verdammt nochmal coole Momente. Und es gab auch so viele schreckliche Momente. Aber es war ja auch lustig für euch als Zuschauer, denke ich mal. Doch.
Boah, mega krasses Spiel. Oh mein Gott! Es ist einer der besten Spiele, die ich wirklich gespielt habe. Wo ich auch gute Erinnerungen habe, weil ich habe halt auch so lange das Spiel auch geübt, kann man sagen. Ist mega krass eigentlich. Ja. Ist auf jeden Fall mein Lieblings-New Mario Bros. Game, kann man sagen. New Super Mario Bros. 2 ist mein zwei Lieblings New Super Mario Bros. Game und das hier ist mein absolutes Lieblings New Super Mario Bros. U oder auch New Super Mario Bros. Spiel. Ist das Beste meiner Meinung nach. Deluxe ist das Beste. Cool. Alter, mega krass. Und die Wii habe ich auch gespielt, die habe ich aber heimlich gespielt ohne euch. Die fand ich jetzt nicht so gut, meiner Meinung nach. Also ist das Schlechteste. Aber ich hatte ja auch nur 3, oder? Ne, ich hatte auch 4 gemacht. Ich hatte früher auf den Nintendo DS auch mal das Spiel gehabt. Ich würde sagen, Platz 4 ist New Super Mario Bros. Wii. Dann für die Wii. Ne, also für die Wii ist auf Platz 4 leider das Schlechteste, was ich gespielt habe. Aber es war jetzt nicht so schlecht. Es war halt nicht so meins. Also hat mir nicht so gut gefallen. Nicht so perfekt gefallen, meine ich. Dann als Drittes kommt New Super Mario Bros. Das ganz normale für den DS. Das war Platz 3. Dann kommt auf Platz 2 Super Mario Bros. 2 für den Nintendo 3DS. Das ist mein zweiter Lieblings. New Super Mario Bros. Und das hier, New Super Mario Bros. U Deluxe oder auch Luigi U Deluxe, sind beide auf. Also nicht beide, aber ich würde sagen, Luigi U Deluxe ist schon ein bisschen besser, meiner Meinung nach. Also würde ich sagen, Platz 1 bedient dieses Spiel hier. Also New Super Mario Bros. Deluxe. New Super Luigi U oder auch Mario Bros. U Deluxe. Wie auch immer. Ich habe einfach jetzt nur mal ganz kurz Bock mit euch zusammen. Mal in den Limonadendschungel mal ein bisschen noch was zu feiern und dann bin ich doch fertig, als ich dachte. Früher fertig, als ich dachte. Ich hab Bock auf das Level hier. Und das machen wir einfach jetzt mal piept. Das machen wir einfach jetzt mal wie gepiept mit Peachette. Weil ich da auch Bock drauf habe. Wir haben auch lange nicht mal mit PJ gespielt. Also, los geht's. Und danach machen wir noch einen anderen Boss, habe ich mir so überlegt, als Finale. Als absolute Finale. Ich würde sagen, wir machen die Wendy nochmal, weil die wir ja. Die haben wir gar nicht gespielt, oder? Lange nicht mehr, meine ich. Da habe ich doch tatsächlich Bock drauf auf. Den Wendy Boss Fight. In der Eisfellwüste. Oder auch in der Eiswürfelfallwüste. Das machen wir gleich, glaube ich auch. Weil ich da wirklich Bock drauf habe, kann man sagen. Also, werden wir auch jetzt noch einen schönen kleinen Part machen. Wenn wir jetzt noch einen kleinen Abschnitt des Parts machen. Also, der Part ist auch ganz gut gerade gefüllt. Ich merke schon, ungefähr eine halbe Stunde werden wir auch jetzt insgesamt geraucht haben. Wenn ich jetzt nicht schlecht mich anstellen werde, dann werden wir nicht mal eine halbe Stunde brauchen. Wir schauen mal. Also ist auch nicht so einfaches Level, aber es ist cool gemacht, wirklich. Gefällt mir wirklich gut. Vielen Dank. Also wenn wir uns schnell anstellen, dann schaffen wir auch noch heute alles. Das wäre schön. Und vielleicht auch früher als eine halbe Stunde. Wir sehen mal, wie wir es schaffen. Let's go, genau. Jetzt gibt es das Finale. Jetzt gibt es das verdammt normale Finale. In den Eiswürfel, Eisfälle. Ich habe vergessen, wie der heißt. Der Weltname. Ich habe, glaube ich, vorhin gesagt, Eiswürfel, Eisfälle oder Eiswürfel, Eisfälle. Oder Eiswürfel, Eismeer oder. Ach, ich habe auch irgendwas gesagt, was ich nicht. Was ich nicht. Immer gesagt habe, aber was soll's. So, jetzt gibt es einen Wonderboss halt. Los geht's. Viel Spaß auch dabei. Viel Spaß dabei. Das wünsche ich euch. Selbstverständlich. Los geht's. 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 Ja, genau. Es geht's. Los. Sowas von. Die Switch ist nicht zerkratzt. Das Problem ist einfach, ich habe gerade einen Draht zwischen den Lichterketten, deswegen nicht wundern.
Das ist alles cool, Leute. Es ist nichts zerkratzt. Brauche ich keine Sorgen. Ich werde mein Switch immer gut aufheben. Auch wenn das jetzt nicht die beste Konsole ist, meiner Meinung nach, aber sie ist cool. Sie ist wirklich krass. Aber sie kann noch besser werden, wenn sie halt mal ein bisschen Elbe Crossing reinhauen und ein bisschen Luigi Mansion reinhauen, dann, ey, dann wird es richtig krass. Mario Maker wurde ja schon ausführlich gezeigt, meiner Meinung nach. Aber Luigi Mansion 3 muss unbedingt nochmal einen Trailer haben, bitte. Du musst unbedingt einen Trailer raushauen. Ich wäre wirklich froh. Weil ich hab da echt Bock drauf. Okay, sorry, das war doof, aber egal. Jetzt muss ich so das machen. Hat aber trotzdem auch geklappt. Ich habe diesen Idiot noch da bis weggeschickt, aber wollte ich gar nicht machen. Egal. Wollte ich anders machen. Aufpassen, das ist gemein hier. Egal, war auch trotzdem cool gemacht. Ja, wir machen es gut hier. So ist gut. Egal, es war, oh Mann, das war auch doof von mir. Okay. Ist nicht schlimm, ich habe ihn nie aufgeregt, ist halt doof. Ist halt doof, ist nicht schlimm. Habe ich noch eine B-Eichel oder sowas ähnliches? Hab nicht, aber mit dem Feature reicht er auch. Boah, Alter. Jetzt verkacke ich nicht, aber ich werde mich jetzt wieder hier so ein bisschen doof anstellen. Egal. Randy, komm. Ich will dich unbedingt besiegen. Randy, ich will dich einfach unbedingt besiegen. Komm, wir schaffen es jetzt. Boah, war es knapp. Mit der Felssache da. Gerade, es war so knapp, ne? Weil sonst hätte ich wieder mal den Treffer eingesagt. Und dann wäre es wieder verkackt. Egal. Ist auch gemeint, aber wir haben es gut gemacht. Ich meine, zwar ein bisschen riskant, aber sonst war es cool. Zack. Oh Gott, ihr doofen Männer. Okay, das war knapp, aber ich hab's gut gemacht. Gut. Ich trau mich so ohne One-Up da rein. Ich trau mich tatsächlich ohne One-Up da rein. Macht euch keine Sorgen. Es ist kein Splitter. Hier, guck mal hier. Es ist kein Splitter. Alles gut, Leute. Auch wenn ihr jetzt eingeschaltet habt, es ist kein Splitter. Macht euch keine Sorgen. Man kann so cheaten, ne? Man kann so ein bisschen verarschen euch, ne? Oh nein, ich hab einen Splitter reingemacht. Hilfe. Ich kann mir keinen Switch mehr leisten. Dann kriege ich zwar viele Klicks, aber die Klicks sind mir einfach egal, okay? Ich möchte mit euch zocken, ich möchte mit euch Spaß haben. Das ist meine Leidenschaft für immer und ewig, denke ich mal. Komm her, Bernie. Komm her, du Lady. Ich würde sagen, Musik mal ein bisschen lauter machen, weil die Musik ist cool. Die hören wir auch jetzt zum letzten Mal, denke ich mal. Selten hören die. Okay, das war doof. Was soll's? Das passiert mal, aber es war doof und dämlich. Sowas zu machen. Ich lass dich fairer angreifen, dass du eine Chance hast, mich zu treffen. Okay, wow. Nicht schlecht, du Lady. Da hat gerade gar kein Geräusch gemacht, dieses Einsacken in diesen Panzer. Was soll's, Alter? Komm! Traf ich doch, du Lady, wenn du es kannst. Du kannst mich treffen, aber ist egal. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ich war schlecht, aber ich werde es alleine schaffen.